Der Plast wurde aufgezogen. Schon fast fertig, he? Ein Epoxy 2-Komponenten Plastisch ist das, soviel ich weiß. Super, wunderbar. Ja, hier wird noch das kleine Dach, wurde da noch eingedeckt. Das gibt da so was wie ein bisschen ein Warteraum vor dem Roboter. Der kommt dann hier im alten Stall zu stehen. Ne? So, und heute geht wieder was bei der Erdarbeit. Ne? Sind da mit zwei Backern im Einsatz. Hier gibt es noch einen Kiesplatz. Da die Böschung gemacht. Und da etwas Erde oder Sand wird noch weggeführt. Weil ich da viel zu viel habe vom Sand. Jawohl. Ich bin froh, wenn noch etwas wegkommt. Sonst sind wir schon fast bezugsbereit. Die provisorische Mähmaschine ist auch eingerichtet. Mit 6 Aggregaten. Werde ich da merken können. Hoffe ich auf jeden Fall. Eines muss gehen. Jawohl. Und ich bin da noch am Ausgießen. Hier müssen noch die Aussparungen zugegossen werden. Und noch auch diverse noch, jawohl. Strom wird auch installiert. Der Plast ist trocken. Wunderbar, ne? Gut gekommen, schön. Bin mich nicht. Ich bereue es nicht, dass ich das gemacht habe oder machen lassen. Ne? Hab da nicht viel außer den Wissen geschliffen, habe ich da nicht viel selber gemacht von der. Jawohl. Hier meine Deckel und da noch eine Gummimatte drauf und dann ist fertig. Ja, ich bin da noch am Gummimatten montieren auf den Rollendeckel und da noch eine Gummimatte darauf. Damit die Kühe da nicht rutschen, ne? Ich habe da 5 Löcher gebohrt und werde da oder habe schon hier ein Gewinde geschnitten. Das kommt bei allen 5 Löchern. Und dann werde ich das mit einer Senkkopfschraube und einer Unterlagscheibe montieren.
Hier, Senkkopfschrauber, Unterlagscheibe, Senkkopfschrauber. Nur habe ich ein bisschen schlechtes Licht. Ja. Abend, ist schon Abend. Sich da das Loch suchen. Hier. Ja, hier wird gearbeitet. Da gibt es noch die Straße hinunter. Wieder viel Aushub. Aber es wird auch ein bisschen weggeführt. Alles, was weg ist, ist weg, bin ich froh. So, hier hat es noch einen Greenplatz gegeben. Jetzt noch aufräumen, noch kleine Arbeiten und dann sind wir einzugsbereit. Morgen Kalkstroh und dann hoffen wir, das kommt gut. Jawohl. So, ich habe hier einen Fuder Stroh geladen vom Schweinestall. Für morgen die Kalkstrohmatratze. Kann ich die da mit dem Heukran nehmen und in den Futtermischwagen befördern. Genau.